Hallo und herzlich willkommen zum Steiermark-Magazin auf Kanal 3, Ihrem steirischen Fernsehen. Wir bringen jeden Mittwoch neu Interessantes aus unserem Bundesland. Körperliche Betätigung und Sport sind das A und O für die körperliche und auch geistige Entwicklung von Kindern. Wie jedes Jahr hat auch heuer wieder der Verein A und O in Bernbach im Bezirk Voitsberg ein Sommersportcamp für Kinder veranstaltet. Wir haben uns ins sportliche Getümmel geworfen. Bewegung und Sport sind das A und O in einer gesunden Lebensweise. Vor allem für Kinder sind diese Faktoren besonders wichtig. Deshalb gab es heuer im Bezirk Voitsberg bereits zum vierten Mal ein einwöchiges, vielfältiges Sommersportcamp, das von Armin Rasnick und Ottmar Pusterhofer ihres Zeichens A und O des Sports organisiert wurde. A und O des Sports, die Doppeldeutigkeit des Ganzen, rührt eigentlich daraus, dass mein Name Armin und mein Kollege der Ottmar, also A und O, und zudem eben die Bedeutung mit das A und O des Sports sozusagen den Kindern alles von der Pike an beizubringen, weshalb wir auch in unseren Veranstaltungen, besonders hier im Sommersportcamp, immer Spezialisten der jeweiligen Sportart holen, wie zum Beispiel im Hintergrund jetzt Beachvolleyball, wir haben Tennis, wir haben Klettern, viele Sportarten, die wir den Kindern eben direkt vom Profi beibringen lassen und sozusagen das A und O des Sports vermitteln möchten. Ja. Also wir treffen uns jeden Tag um 9, haben Sportprogramm durchgehend bis 16.30 Uhr. Die Kinder werden gebracht und geholt hier in Bernbach. Natürlich ist im Campbeitrag das Mittagessen, Verpflegung. Wir haben jeden Tag Obst, Müsli-Riegel, das wir zur Verfügung stellen. Wir gehen, wie gesagt, gemeinsam Mittagessen. Und von Donnerstag auf Freitag ist noch ein Highlight, dass wir sozusagen gemeinsam übernachten. Und am Abschlusstag gibt es ein Abschlussfest, die A- und O-Olympiade sozusagen, wo die Kinder nochmal die sportlichen Sachen, die sie erlernt haben, unter Beweis stellen müssen in einem Teambewerb. Zum Abschluss kommen die Eltern zu einem Fest, zu einer Grillerei, und ganz das Highlight zum Schluss ist ein Zauberer, Mario Lasnik aus Lankowitz, der wird die Kinder noch einmal überraschen und unterhalten. Vor 4 Jahren mit 20 Kindern begonnen, erfolgten heuer bereits mehr als die doppelten Anmeldungen. Tendenz steigend. Fürs kommende Jahr gibt's bereits Erweiterungspläne, über die man sich im Internet sowie auch im Ferienprogramm der Bernbacher Stadtgemeinde informieren kann. Ja, und das Wichtigste, das war kaum zu übersehen bzw. zu überhören. Die Kids, die finden das Camp European Summer heißt das internationale Kulturfestival, bei dem wir vor kurzem in Trofeiach zu Gast waren. Ein Festival, das Rahmen bieten soll für das Kennenlernen und das Verstehen von anderen Sprachen und Kulturen. Am Freitag, den 24. Juli, fand im Rahmen des Jugendcamps Lighthouse Plus ein Konzert mit regionalen Bands statt. An diesem Abend standen Internationalität und Zusammensein im Vordergrund. Hinter dem Namen Artmain steht ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des interkulturellen Austausches und Dialogs. Wir haben ein Programm auf der einen Seite für lokale Geschichten, also wir machen Konzertreihen, zum Beispiel Tower of Songs, und dann aber internationale Geschichten, wie zum Beispiel jetzt dieses Youth Exchange, also dieses Jugendcamp, das man da im Hintergrund sieht. Und es geht eben, diese Dinge laufen im Rahmen des Erasmus Plus Programmes ab, und wir machen da Trainingskurse und eben solche Youth Exchanges, bringen viele internationale, hauptsächlich europäische Leute nach Trofeiach und schauen halt, dass wir so viele Trofeiacher wie möglich mit denen dann in Kontakt bringen. Insgesamt haben wir 48 Teilnehmer aus 6 verschiedenen Ländern, angefangen von United Kingdom, Österreich, Bulgarien, Bosnien, Mazedonien, Polen, also wirklich die ganze Bandbreite von Europa. Und wir möchten heute einen tollen Abend verbringen mit eben diesen Bands und mit den Jugendlichen und vielleicht ein paar Überraschungen während des Abendprogramms. Dem Verein Artmain sind Werte wie kulturelle Bildung und Toleranz ein großes Anliegen. Und mit der Durchführung von Jugendbegegnungen möchte man zur Bildung einer geeinten, toleranten und friedlichen europäischen Jugend beitragen, was auch der Stadtgemeinde Trofeiach ein sehr wichtiges Anliegen ist. Es geht uns hauptsächlich darum, die Jugend erstens einmal wirklich positiv zu besetzen und zu schauen, international zu werden. Ich bin ja EU-Gemeinderat bei uns in der Gemeinde, und wir versuchen natürlich ein bisschen internationaler zu werden, und die Zukunft gehört einfach der Jugend. Bei dieser Veranstaltung stand die Musik im Vordergrund. Die Bands, welche musikalisch ordentlich einheizten, bestehen allesamt aus jungen Musikern aus der Obersteiermark. An der ausgelassenen Stimmung und der guten Laune der Gäste war zu erkennen, dass Freundschaft, Spaß und Lebensfreude ein internationales Gut sind, welches sich um ein Vielfaches vermehrt, wenn man es mit anderen teilt.
Von einem Festival wechseln wir gleich zum nächsten. Das Festival der Kunst und des Lebens ist das Lastrada in Graz. Dort hat das Balkanic Orchester jetzt Leben auf den Grazer Hauptplatz gebracht. Wir waren mit dabei. Kunst und Leben. Das Festival Lastrada versucht, Wege der Kommunikation zu finden, über Landesgrenzen, Kulturkreise und Politik hinaus. Mit Kunst und Musik soll das geschafft werden. Mit dem Balkanic Orchester, welches mit ihrer feurigen Musikmischung den Grazer Hauptplatz bespielte, soll Leben in die Stadt gebracht werden. Es ist so, dass ich glaube, dass es touristisch eine schöne Bedeutung bekommen hat. Jetzt sollen wir die gar nicht danach untersuchen, aber es ist auch für die Grazer. Ich merke das auch bei kleineren Ereignissen, wie viele Leute sich bei dem Straßenclown am Ländplatz finden. Da wunderst du nur, dass das so viele Leute interessiert. Und es ist ein Gelächter und es ist eine Freude unterwegs. Es ist ein Gris um diese Veranstaltungen. Ja. Zusammen tanzen, musizieren und das Leben feiern, so wird der Sommer in Graz gelebt. Und das hat mit Lastrada schon Tradition. Ich darf Ihnen sagen, dass ich meinen jährlichen Urlaub danach plane, wann Lastrada ist in Graz. Diese Woche ist voll besetzt für Lastrada, weil es die Stadt belebt. Gerade in dieser Zeit des Sommers, wo man glaubt, ist aber nicht mehr so. Früher war es, vor 10, 15 Jahren war es anders, war die Stadt mehr leer. Heute ist sie trotzdem voll, ja. Aber sie belebt die Straße in einem Ausmaß, wie man es nicht gewohnt ist. Sehr natürlich romanisch, französisch besetzt das Ganze, ja. Aber mit einem Leben, das von Amerika bis auf den Balkan, wir haben gerade Balkan, ja, und noch weiter hinüberreicht. Musik der ganzen Welt wird geboten. Durch Kunst auf der Straße, begleitet von Musik, wird Transkultur gelebt. Grenzen verlieren an Bedeutung und das Miteinander wird gelebt. Dies zeigt das Balkanic Orchester und bringt geballte Stimmung und Rhythmus in die Menge. Das Nuke Festival kommt am 29.08. nach Graz. Mit dabei die Dancehall-Pioniere Seed, Panda-Rapper Crow, der Elektro-Swing-Superstar Parov Stelar, Bilderbuch und viele mehr. Mit Design und Streetfood-Market. Hol dir dein Ticket jetzt! Es geht ganz schön rund am Fußballplatz des SV Lummingtal. Insgesamt wuseln 184 kleine Wadeln durch die Gegend, um Neues zu lernen. Das Kick and Learn Fußballcamp bietet dafür die beste Möglichkeit. Erstmals organisiert von Trainer René Steinberger, Hermann Wilding und Christian Steinberger. Und so viele Mädchen und Buben wie heuer waren noch nie mit dabei. Sie können vor 5 bis 13 Jahren können Sie bei uns teilnehmen, nicht? Und es wird auch geschaut, dass die Großen sich mit den Kleinen ordentlich unterhalten oder auch auf die aufpassen und die unterstützen. So vom Lernen her ist es eigentlich, Mentaltraining gibt es eigentlich nicht mehr so. Das wird jetzt eigentlich alles so eher auf die Spielformen oder auf die Übungen am Fußballplatz gemacht. Halt, nicht? Es sind viele, die was eigentlich gar nicht mal einen Verein spielen, die was eigentlich das über die Schule gekriegt haben, die Einladung für das Camp und haben gesagt, ja, du geh jetzt hin und ich schaue mir das an, weil es eher polysportive Übungen auch dabei sind, also nicht rein auf Fußball aufgebaut. Nicht? Und ein paar, denen taugt das voll und die haben gesagt, ah, nächstes Jahr komme ich wieder und also das taugt ihnen voll. 8 Gruppen mit Kindern im Alter von 5 bis 14 sind mit dabei und natürlich auch Mädels, die den Sport genauso lieben wie die Jungs. Weil es uns Spaß macht. Ja. Warum seid ihr überhaupt mit dabei bei diesem Fußballcamp? Weil es lustig ist. Weil ich Lust drauf habe. Ja, habt ihr schon einiges gelernt in dieser Woche? Ja. Was zum Beispiel? Passen und Schießen. Mit den Jungs zusammen spielen, ist das lustig, oder? Ja. Schon? Ja. Natürlich lernen die Kids nicht nur dribbeln und schießen. Auch die Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Motivation sind wichtig. Weil man immer wieder was Neues lernt. Und Fußball spielen mit gleichzeitig Spaß und so sagen. Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt diese Woche ein bisschen so anschaut, was war das Beste in dieser Woche? Die Spiele, die was wir am Vormittag gespielt haben. Ja? Ja, das am Nachmittag als Fußballturnier. Ich glaube, es war ja auch ein Masseur-Tag, der euch gesagt hat, was sonst noch wichtig ist. Wie hat euch das gefallen? Ja, war cool. Ja. Haben wir viel gelernt. Was zum Beispiel? Dass man sich gründlich aufwärmen muss und dehnen vor dem Spiel und nach dem Spiel. Und dass man sofort, wenn man irgendwo nur weh hat, dass man sofort zwungen wird. Weil es wird dann immer größer und irgendwann hat man halt eine große Verletzung.
Zusätzlich zum Fußballspielen gab es auch einen Afrikatag. Die Feuerwehr war zu Besuch und auch der Modellsportclub. Eine sportliche, schöne und vor allem abwechslungsreiche Woche liegt hinter den Kindern. Und alle freuen sich jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Holding Graz Freizeit und Schlossberg Restaurant und Bar. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder bei einem Stadtgespräch bei Kanal 3, wie immer am Schlossberg in der Skybar. Wir sind in der Ferienzeit, für viele Menschen mit Recht Urlaubszeit, aber auch durchaus für viele Menschen eine Zeit, die sie anders nützen, nämlich zur Weiter- und zur Fortbildung und zur Ausbildung. Und das ist auch eine Zeit oder eine Hochzeit für Coaches, meine Damen und Herren. Das Thema Coachen, im Speziellen auch Coachen auf Steirisch, so nennen wir es hier heute. Darüber wollen wir reden und darüber reden wir mit dem Hans Joachim Reißl. Freue mich sehr, dass er hier ist. Er coacht auf seine Art und auf seine Art tut das der Dr. Peter Stalder. Freut mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Danke. Ja, wenn Sie sich jetzt denken, meine Damen und Herren, Reißl, das Gesicht kommt mir auch bekannt vor. Ja, kann ich Ihnen helfen? Der Hans-Joachim Reißl war einst Gewerkschafter, Politiker und zuletzt auch Landesrat bei uns in der Steiermark, ist aber doch schon wieder ein bisschen eine Zeit her. Er ist als Politiker im Ruhestand, glaube ich, aber längst nicht wirklich im Ruhestand, denn er hat sich jetzt dem Coaching-Bereich gewidmet. Und zwar in welcher Form, Hans-Joachim Reißl? Na, vielleicht darf ich mal sagen, die Politik liegt 15 Jahre zurück. Das ist, glaube ich, ein sehr langer Zeitraum. Ich war dann in der Privatwirtschaft und habe mich dann mit unterschiedlichen Ausbildungsmaßnahmen befasst. Unter anderem, wir haben vorher darüber gesprochen, NLP, das neurolinguistische Programmieren. Ja, und das habe ich eigentlich dann benutzt, nachdem ich es um vieles andere ergänzt habe, dieses Wissen auch anzuwenden in Form von Coaching. Mhm. Und das mache ich eigentlich auf einer sehr kleinen Flamme. Bei mir geschieht es durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich habe nicht einmal eine Homepage, aber ich habe also laufend zu tun. Naja, aber Sie haben natürlich ein großes Netzwerk nach wie vor, kann man sich natürlich vorstellen. Ja. Zwei Fragen drängen sich mir jetzt noch auf, nur ganz allgemein, weil Sie gesagt haben, NLP ist das eine, aber noch viele andere Bereiche. Ja. Vielleicht hast du uns noch zwei, drei Schlagworte, damit man die Palette, das haben Sie auch im Reißl mal so kennen. Ja, man beschäftigt sich dann zum Beispiel mit Gestalttherapie, wie ich ja gelesen habe, wo Sie sehr auch erfahren sind. Dann gibt es eben etwas, was ich schon in den 70er Jahren begonnen habe. Das ist EKS, Energokybernetisches System. Dann arbeite ich mit einem Zen-Meister in den USA zusammen, den ich in den letzten Jahren immer mehrere Male im Jahr besucht habe. Und er verwendet Zen, um Verdrängungen aufzuheben. Mhm. Also ist eine Art von Schattenarbeit, die auf Voice Dialogue im Amerikanischen beruht. Ja, und das sind also so die Dinge. Und dann halt sehr, sehr viel mit Integral Life und auf der Basis von Ken Wilber Bewusstseinsentwicklung. Also doch ein sehr breites und sehr spannendes und tiefes Feld. Ja. Bevor wir vielleicht das eine oder andere uns genauer noch anschauen und Ihre Denke dazu, was war denn so der Punkt, dass sich der Hans-Joachim Reißl mit diesen Dingen beschäftigt hat? Ein Politiker ist doch sehr im Geschäft und gerade bei Ihnen war es ja auch so, als Spitzenpolitiker, hat es da einen Knackpunkt gegeben oder was war da, dass Sie gesagt haben, das ist mein Lebensinhalt? Interessiert hat es mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Aber der Knackpunkt war, dass damals in der politischen Konstellation der 90er Jahre ich gemerkt habe, dass es Personen gibt, die Diskussionen gewinnen und andere, die meiner Meinung nach gleich gut ausgestattet waren mit Wissen, verloren haben. Und
dann hat man sich die Frage gestellt, was passiert da? Und bei der Analyse ist man eben draufgekommen, dass der Diskutant nicht merkt, wenn er über Inhalte spricht und sein Gegenüber in die Prozessebene wandelt und dann verliert der im Inhalt ist. Mhm. Und da habe ich mich erkundigt, was ist das? Und das ist dann von Amerika gekommen und das war das NLP. Okay. Und das hat eine Person in der Politik besonders gut beherrscht. Wollen wir sagen? Ja, das war der Herr Haider damals. Ja. Und ich habe ja Haider vom Parlament her sehr gut gekannt und ich habe gewusst, er ist ein außerordentlich intelligenter Mensch, aber mit dieser Methode war er besonders gut. Okay. Und daraufhin habe ich dann einen Professor von der Hochschule in Linz konsultiert und der hat uns dann gezeigt, was eigentlich mit uns passiert. Das war der Einstieg für okay. mich, den habe ich dann weitergeführt. Da bin ich sehr gespannt, weil das möchte ich mir dann noch ein bisschen näher anhören, was da nämlich wirklich passiert. Ja. Lieber Peter Schalder, auch bei Ihnen ist es ja so, wie bei den meisten, die in diesen im Coaching-Bereich landen, der Ursprung des Peter Schalder auch von der Profession her war ein anderer, nämlich? Das war ein anderer. Ich habe ursprünglich Musik studiert, Musikwissenschaft und Philosophie. Mhm. Also ich habe einen Dr. Phil, keinen Dr. Psych gemacht. Was keine Schande ist. Aber das muss man nicht schön ist. Insofern bin ich auch ein Quereinsteiger und ich bin dann über den Journalismus, also ich habe Musikkritiken, Theaterkritiken geschrieben in Wien, ans Theater nach Graz gekommen, an die Vereinigten Bühnen und war da Dramaturg vier Jahre lang und bin dann im Zuge meiner verschiedenen Theatertätigkeiten eigentlich auf Training, auf Coaching gekommen. Okay. Auch aufgrund von Konflikten, die wir im Theater immer wieder hatten. Also auch so ein direktes Schlüsselerlebnis. Ja, es war ein Schlüsselerlebnis. Ich habe zum Beispiel im Orchester, ich war auch eine Zeit lang Orchestermanager, sind immer die Orchestermusiker zu mir gekommen und haben meinen Rat gesucht. Und, fast, obwohl ich nicht Mediator war, mediatorische Tätigkeiten ausgeübt und ich dachte, das kommt ganz gut rüber, kommt ganz gut an. Und, so bin ich eigentlich dann in die Ausbildung geraten und habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Also Ihr Feld ist jetzt konkret was? Kann man das irgendwie eingrenzen? Wo Sie ich bin eigentlich Karrierecoach und habe da eine Zusatzausbildung gemacht, weil ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man ins Persönlichkeitscoaching geht, zum Lebensberater. Okay. Also ich bin auch psychologischer Berater, Lebensberater, darf ich mich so nennen, psychologischer Berater. Ja. Den habe ich vor 2 Jahren erst gemacht und das ist eine gute Ergänzung. Okay, auch das zu dem, was ich möchte ich nur nachfragen, wie Sie da jetzt konkret arbeiten. Eine Frage vielleicht an Sie beide. Das Coachtum, sage ich jetzt einmal, scheint sehr zu boomen. Man hat fast das Gefühl, jeder ist schon ein bisschen ein Coach und sei es nur ein Selbsternannter. Wie geht man damit um? Jeder coacht jeden, das ist richtig. Das ist ja sowieso so, ne? Es eigentlich, ist, ja. Wir gehen damit um. Der Fakt ist, dass der Begriff Coach und Coaching nicht geschützt sind. Ja, also da, kann, ich habe sogar Waldcoaching, Hundecoaching, ja. Also nicht, dass die Hunde den Menschen coachen, aber ja, vielleicht auch, ich weiß nicht. Ich möchte gar nicht so. Es gibt Haircoaching, also wenn ich zum Friseur gehe, gehen Sie nicht mehr zum Friseur, sondern zum Haircoach. Beautycoaching, es gibt sogar ein Penisverlängerungscoaching, habe ich auch schon mal gesehen. Wie da Coaching genannt. Es ja, wie geht es euch damit? Das ist ja die Menschen und ihr nehmt euren Beruf ja ernst, das weiß ich. Ist ja nicht fein, oder, Herr Reich? Ich sage Ihnen was, die Menschen nehmen sich zu Recht selber ernst. Und daher gehe ich davon aus, wenn jemand ein Anliegen hat, dann wird er so lange suchen, bis er wirklich die Person findet, von der er sich da Unterstützung erwarten kann. Okay. Also, ich meine, jeder Dani sucht es vielleicht für einen Hund, was ja berechtigt ist. Das ist ja im Fernsehen auch ganz interessante Geschichten. Aber ich meine, da schaut schon jeder, dass er den findet, von dem oder von der er glaubt, die Person hilft mir. Naja, sei es wie sei, aber es scheint, es springt dann fast an. Also, Coaches gibt es wirklich wie Sand am Meer. Ja. Das NLP, Sie haben gesagt, das neurolinguistische Programmieren, vielleicht das sind, ich weiß, es schwierig, das sind in aller Knappheit zu sagen, aber wie funktioniert diese Geschichte? Was ist das für ein Programmieren? Naja, NLP, also Neuro,
die Nerven, Lingua, die Sprache und Programming, das Programm. Aus diesen drei Bereichen setzt es sich zusammen und man könnte im Wesentlichen sagen, der Mensch nimmt Informationen auf. Das heißt, wir haben Filter in uns und diese Filter sind zum Beispiel ihre Glaubenssätze, ihre Werte, mit denen sie ausgestattet sind. Gibt es an die 8, 9, 10 solche Filter und die verarbeiten ihre Information, die hereinkommt. Die Information löst im Zentralnervensystem Gefühle aus und die Gefühle, die Informationen führen zu Handlungen. Das ist das System und hier greift man ein, indem man beispielsweise die Filter verändert. Das kann man sich jetzt wie vorstellen? Ja, das kann man sich also so vorstellen, dass Sie Ihre Werte beispielsweise ändern. Sie können sagen, einer Ihrer Werte, jetzt nehme ich einmal an, der nicht so beliebt ist, Geiz. Ja. Ja. Und Geiz kann. Woher wissen Sie das? Ja, na gut, ich meine, Menschen kennen Coach. Ich bin überhaupt nicht geizig. Und das kann man beispielsweise verändern. Okay, also das ist dann die Programmierung, oder? Das ist dann die Programmierung, die aber nur in Übereinstimmung mit dem, der es persönlich verändern will, funktioniert. Aber wollte da kann man ihn anleiten. Wollte ich gerade fragen, weil die Frage werden, mit der werden Sie wahrscheinlich 100.000 Mal konfrontiert werden, wo ist das Programmieren und wo beginnt die Manipulation? Ja, Manipulation in dem Sinn, man kann sich selbst manipulieren, sich selbst, indem man sich etwas vormacht, indem ich vorgebe, etwas zu wollen, was ich in Wirklichkeit nicht will. Mhm. Ja? Das heißt, wenn der Gegenüber nicht wahrhaftig ist, wenn er ihnen nicht das sagt, was er wirklich ist glaubt, klar. Dass ja, die Wahrheit ja. ist, dann ist, dann manipuliert er sich selber. Ist das klar. Ist die Manipulation. Peter Stallner, Business Coach, Lebensberater, was wir jetzt gerade gehört haben. Jetzt schließen wir vielleicht auch gleich an, wenn die Menschen, wie kommen die Menschen daher? Was wollen sie denn? Wollen sie einen Wunderwuzi, der ihnen das Leben richtet und ihnen eine Handlungsanleitung gibt, macht das von 1 bis 10, man hat oft das Gefühl, das wäre ihnen am liebsten? Oder sind die Menschen tatsächlich bereit, an sich mit ihnen zu arbeiten? Beides. Ich würde sagen, am Anfang erwarten viele Klienten, dass man ihnen Ratschläge, Tipps gibt, ja, also, oder auch sagt, was richtig und falsch ist oder falsch ist. Das können wir nicht leisten, weil das wäre ein Eingriff in seine Wirklichkeit. Ich habe meine Wirklichkeit, Sie haben Ihre, Sie haben Ihre, also das würde nicht funktionieren. Wenn ein Klient bereit ist, Veränderungen selber anzugehen, weil wir geben nur Impulse, wir versuchen dem Klienten auch nicht eher eine bestimmte Richtung zu manipulieren oder zu drehen, sondern, wie Sie gesagt haben, manipulativ funktioniert das nicht, weil früher oder später durchschaut er das und dann irgendwann sagt er, ja, der Coach hat doch gesagt, oder Sie haben genau, gesagt, ja. letztes Mal das, wie soll ich jetzt denn von meiner Frau, oder ich soll den Job wechseln. Ja, ja. Auf diese Ebene dürfen wir uns gar nicht begeben. Und das Zweite ist, dass Menschen kommen im Prinzip durchaus mündig. Ja, ja, doch. Also Doc-Coaching hin oder her oder Forest-Coaching hin oder her. Sie wissen ziemlich genau, wenn Sie sich kundig machen auf meine Homepage oder Folder oder irgendwas lesen oder schon mal Coaching in Anspruch genommen haben, wissen Sie ungefähr, dass Sie also so ein gewiss, einen großen Teil leisten müssen. Ja, also so ein gewisses Maß an Selbstverantwortung, das ist den Absolut. Meisten doch bewusst, was ja schon einmal, wo's löblich ist. Jetzt hätte mich noch interessiert, soweit Sie es jetzt in dieser Kürze beantworten können, Sie beide, nämlich wie Sie wirklich arbeiten. Wie kann man, also man weiß jetzt, was es geht im Grunde bei beiden, aber wie Sie arbeiten, wie Sie an die Menschen herangehen. Vielleicht mit Ihnen beginnen, dann Herr Riesel. Also vom Ansatz her bin ich Systemiker. Das heißt, ich belasse den Klienten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber in seiner Wirklichkeit. Also er konstruiert seine Wirklichkeit selber, auch wenn mir das nicht recht ist. Ich nehme ihn so, wie er ist. Mit Wertschätzung als Person, klar gibt es ethische Grundsätze, wo ich sagen würde, ich würde den Klienten nicht nehmen. Ich würde ihn ablehnen, wenn es zum Beispiel darum geht, anderen zu schaden. Oder Drittaufträge, wo ich ziemlich bald merke, da soll jemand, ein Team verkleinert werden und das wird zulasten von Menschen gehen. Ja, das würde ich nicht verantworten können. Es ist ein Ansatz, der lösungsfokussiert ist, also wir versuchen in möglichst kurzer Zeit aus
lösungsfokussierte Coach ist, dem Klienten selber seine Lösung zu führen. Ja, ja, in den entsprechenden Gesprächsführungen. Ja, mit entsprechenden Fragen. Also ja. Wie gesagt, nicht manipulativ, ja. Nicht die Richtung vorgebend. Ja, ja. Das Einzige, was ich als Coach bestimme, ist der Prozessablauf, ja. Aber die Inhalte, die Themen, kommen vom Klienten. Themen, um das jetzt bei Ihnen nochmal jetzt abzuschließen, Themen sind... Das sind der Lebensbogen. Vom Karrierebruch eines Managers bis, ich trenne nicht beruflich und privat. Das war der Grund, dass ich die Lebensberatung mit einbezogen habe, weil ich finde, das würde bedeuten, auf einem Auge blind zu sein. Ja, ja, ja. Ich kann nicht einen Manager beraten, der zum Beispiel private Krisenprobleme hat zu Hause. Das würde nicht funktionieren, wenn ich das ganze System von ihm betrachte und versuche einzubeziehen. Lieber Ressel, wie kann man sich Ihre Arbeit jetzt direkt am und mit dem Klienten vorstellen? Naja, vielleicht einmal die Hauptunterscheidung. Ein Hypnotherapeut, würde ich sagen, heilt. Ich als Coach entwickle eher in eine Richtung. Ja. Dann darf ich das unterstreichen, was Herr Dr. Stalder sagt. Das ist angelegt auf eine enden wollende Anzahl von Stunden. Man schaut, dass man sehr rasch zu Resultaten kommt. Wie funktioniert das überhaupt? Man hat, das ist die Grundform, man hat den besten Hypnotherapeuten der Welt, das war Milton Erickson, studiert. Wie kommt er zu seinen Ergebnissen? Dann hat man Virginia Satir, eine berühmte Therapeutin in Familientherapie, angeschaut und dann hat man da den Fritz Perls, das war ein Gestalttherapeut, analysiert, hat gesehen, hat ein Modell daraus gemacht und mit dem Modell arbeitet man, ganz grob gesagt. Okay. Aber natürlich hat jeder seine eigene Methode und jeder spezielle Fall verlangt eine spezielle Vorgangsweise. Und ist es ja nicht so, dass man doch selbst als Coach auch im speziellen Fall sich selbst immer wieder weiterentwickelt? Das ist ein wunderbares, das ist ein Erlebnis. Es ist ja nicht so, dass man ausschließlich dem Gecoachten, dem Coachee etwas gibt, sondern man erhält auch ununterbrochen. Ja, und das gibt es auch bewusst. Und ich glaube, das kann ich für jeden sagen, der so etwas macht. Man will sich ja weiterentwickeln. Das ist der große Bereich, ja. Ja. Unglaublich. Ja. Natürlich, wir lassen uns auch supervidieren. Ja. Also wenn wir Fälle haben, die für uns schwer verdaubar, schwer lösbar braucht's sind, das auch? Dann sprechen wir, gibt es immer wieder, sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen. Aber wie der Kollege sagt, also wir lernen von jedem Klienten sehr viel von uns selber natürlich. Also das ist, und die Liebe zum Menschen, mag jetzt pathetisch klingen, ist eine Voraussetzung für das, was wir tun. Und eben das Bewusstsein um die Verantwortung, die man eigentlich hat in diesen Prozessen. Letzte Frage ist noch ganz kurz, weil wir ja schon am Ende sind. Lieber Herr Ressel, lieber Peter Stalder, fühlen Sie sich persönlich angekommen in dem, was Sie jetzt tun? Wir haben ja mit Ihrem Vorleben, wenn man so will, begonnen. Also ich auf jeden Fall. Ich bin zum Lernjunkie geworden. Es ist ein unglaublich bereicherndes Erlebnis. Und ich denke mir immer nur, schade, dass ich schon in dem hohen Alter bin, weil ich möchte noch viel, viel Zeit haben und viel, viel dazulernen und viel Begegnungen haben. Es wird so sein. Ja, c'est la vie. Ich kann auch nur sagen, das ist das, was ich tue, tue ich jetzt seit eigentlich offiziell seit 15 Jahren. Ja. Und es ist zu meiner Berufung geworden. Und wenn mein Beruf meine Berufung ist, dann was will man mehr, gell? Was will man mehr. Meine Herren, das war hochspannend. Auch ein kleiner Blitz in eure Arbeit, die so wichtig und so toll erscheint und sicherlich auch ist. Vielleicht herzlichen Dank. Geben wir ihm die Möglichkeit, dass er mal zu uns kommt. Gerne. Wahrscheinlich haben es notwendig. Herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir sehen uns. Mit diesem Beitrag sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Falls Sie irgendwo einen Beitrag verpasst haben sollten, kein Problem, Sie können die gesamte Sendung im Internet unter www.kanal3.tv in voller Länge nachsehen. Im Namen des gesamten Kanal 3 Teams wünsche ich noch eine schöne Zeit und viel Spaß mit der Sendung aus Ihrer Region.